Bei Einbruch der Dämmerung ist Pete überraschend entspannt. Das ist eine gefährliche Arbeit. Nichts Neues für mich. Aber ihr wollt was Gefährliches sehen? Seht mal da. Das ist PT-522. Mein Vater hat das von Guadalcanal. Er war bei der Marine im Pazifikkrieg. Das Boot fuhr mit 16 Mann aus und kam am Tag darauf mit 3 zurück. Er hat all das überlebt, nur um hier im Golf zu sterben. Was ist mit ihm? Der Junge mag es nicht, wenn ich das sage. Aber mein Vater, sein Opa, wurde von einem Megahai getötet. Tut mir leid. Ein prähistorischer Fisch, der vor 2,6 Millionen Jahren ausgestorben ist. Hab's gesehen. Du warst ein Kind! Entdecken Sie nicht die ganze Zeit neue Tiere? Irgendwie, naja, nicht wirklich. Oft sind es nur Artenverbesserungen mit anderen Namen. Und auch sowas wie falsch geschriebene... Junge, ich sage nur, dass es Dinge im Wasser gibt, die nicht in deinem Lehrbuch stehen. Bleib dran. Vielleicht lernst du diesen Sommer etwas. Wie auch immer. Der Ozean ist weit. Und ein Großteil wurde von der Menschheit immer noch nicht erforscht. Vielleicht sollte Kyle das fiebrige Geschwafel seines Vaters nicht so schnell abtun. Mach dich bereit, Junge! Jetzt geht's mit Schmackes an! Das ist seewasserfestes Aluminium! Weiß ich da mal durch! Seht euch diese Riesenzahnreihe an! Ich hab Lust auf etwas Bullenfleisch! Dir mal Fischfutter. Kämpf nicht gegen das Unvermeidliche. Brauchen Verstärkung. Trödelt jetzt nicht herum. Der Käfig da hat mich $3,000 gekostet. Endlich wach!
Scaly Pete bleibt entschlossen. Wo ist sie? Ich weiß nicht. Groß genug, um dich zu prügeln. Kyle, leer die Kanne über ihr aus! Zum Teufel mit dir! Überbleibsel des Boots taumeln und sinken dann langsam in Richtung Meeresgrund. Der Hai ist nun im mittleren Alter und beginnt einen neuen Kampf gegen die systematische Altersdiskriminierung. Die Grotte ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs. Prosperity Sands verfügt über glitzernde weiße Strände, die für das alleinige Vergnügen der Ultra-, Mega- und Superreichen abgezäunt sind. Die alten Griechen glaubten, dass König Poseidon die Gewässer beherrschte, während sie hier in Prosperity Sands von Luxury Leisure Groups International regiert werden.
Der Bullenhai zieht sich zur ruhigen Besinnung in seiner Grotte zurück. Mineralstoffergänzung wäre unnötig, wenn der Hai eine nahrhaftere, ausgewogenere Ernährung verfolgen würde. Ausgewogenes Ökosystem zu kümmern, ist ein komplexer Prozess. Was für einen Unterschied machen da schon ein paar tote Seehunde? Traditionell mit billigen Zinsen und großen Mengen Pseudoephedrin gefeiert. Der Hunger ist eine Antriebskraft für den Bullenhai. In Prosperity Sands gab es seit 629 Tagen keine Haiangriffe mehr. Dafür könnt ihr euch beim alten Pete bedanken. Sicherlich nicht bei Prosperity Sands. Der Ozean ist eine veränderliche und faszinierende Welt. Ständig im Wandel und immer im Fluss. Still und leise endet auch diese Kopfgeldjagd. Mangels ausreichendem Sand oder schützenden Dünen droht in stark entwickelten Gebieten eine große Gefahr durch Wirbel- und Tropenstürme.
Zeit fürs Abendessen. Aber wird unser Bullenheimweibchen sich anpirschen und zubeißen? Kommt, fühlen sich die Einheimischen von Port Clovis oft angestiftet, alle Meeresbewohner entlang der Küste zu töten. Caviar Key beinhaltet Painted Sails, ein 5-Sterne-Resort, das über den Überresten von Tunimacha errichtet wurde, einer präkolumbianischen Stadt, die einst die fortschrittlichste Zivilisation des alten Amerikas beherbergte. That about wraps it up. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und so endet. Es besteht in der Tat das Risiko, beim Surfen zu ertrinken. Aber wenigstens hinterlässt man ein cool aussehendes Skelett. Eine weitere Haifischjagd neigt sich dem Ende zu. Es ist wunderschön hier. Leider sind Bullenhaie farbenblind. Indem die Jäger den Haien zeigen, wo ihr Platz ist, stellen Sie sicher, dass Sie auf Kurs bleiben, damit wir nicht in Anarchie leben wie in Planet der Affen. Die Boote der Familie meiner Ex legen bei Painted Sails an. Aber genauso auch viele andere New Yorker Pfeifen. Es heißt oft, das Wasser am Caviar Key sei so klar wie Gin.
Wenn ich daran denke, könnte ich noch einen Singapore Sling vertragen. Ein Blick auf die Küste bedeutet zu erkennen, dass die Grenze zwischen Meer und Land vergänglich und alles Leben auf der Erde nur ein kosmischer Unfall ist. An den Strand herankommen darf. Aber mit einem guten Fernglas kann man eine Menge sehen. Alten Götter wissen zwar Menschenopfer zu schätzen, doch sind selten begeistert, nach Port Clovis gerufen zu werden. Der Seewolf hat Vibrationen im Wasser festgestellt und sucht nach der Quelle. Weiße Hai wird oft als König der Meere bezeichnet, was ihm ein verzerrtes Bild eines Monarchen der modernen Gesellschaft verleiht. Der Tiefsee, der weiße Hai.
oft als König der Meere bezeichnet, was ihm ein verzerrtes Bild eines Monarchen der modernen Gesellschaft verleiht. Dieser Trawler von Roger Cantrell hat neulich den staatlichen Rekord der Anzahl widerruflicher Verstöße beim kommerziellen Fischen gebrochen. Zur See zu fahren und ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, Haie in die Luft zu sprengen. Ich kaufe hier ein, wirklich. Irgendwo sonst in der Stadt gibt es dieses Mango-Butter-Gesichtspeeling, das ich so mag. Roger Cantrell hat neulich den staatlichen Rekord der Anzahl widerruflicher Verstöße beim kommerziellen Fischen gebrochen. Port Clovis ist der Jagd überdrüssig und der Kampf mit dem Haiweibchen wird fürs Erste vertagt. Der Bullenhai demonstriert, wie wichtig es ist, genug Mineralien zu sich zu nehmen. Der einsame Jäger stolpert über eine weitere Nahrungsquelle. Allzu ferner Zukunft wird ein junger, visionärer Unternehmer diese drei Muscheln beim Schnorcheln entdecken und die Toilettenpflege revolutionieren. Thank you.
Der Hai kehrt in die Grotte zurück, um sich auf seinen persönlichen Wandel zu konzentrieren.